Es wird jetzt sehr unangenehm, Leute. Ich pausiere ab und zu und gebe meinen Senf dazu, aber let's go. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's, Frau Trollinger. Ich grüße mal den, wie heißt der? Samu, Sami oder was auch immer. So, Leute, ich bin gerade aufgestanden. Meine Krähenfüße sind morgens immer da. So sieht man übrigens morgens aus, wenn man aufgestanden ist. Aber über den Tag werde ich mich dann wieder entfalten, alles gut. Und die Pickel sind ganz normal. Ich bin in der Menopause. Das heißt im Endeffekt zweite Pubertät. Voll geil, ey. Kickt voll rein. So, damit wir das Thema auch geklärt haben, so, das Thema mit der Körperfülle machen wir dann auch nochmal gleich hinten dran. Alter, jetzt. Wird euch meine Figur interessiert, Alter. Macht doch mal Sport, geh doch mal raus. Ja, Leute, ich gehe raus. Und wenn ich im Stream tanze, ist das auch Sport übrigens, ne? Verstehe ich gar nicht, dass man das als cringe empfindet. Weißt du, was ich aber auch denke? Ich denke, dass gewisse Leute Art und Weise eine andere Definition haben von Fremdscham. Dass der Fremdschampegel bei jedem Menschen anders ist. Dass es Menschen gibt, die, wie soll ich sagen, gewisse Sachen als weniger Fremdscham empfinden als wie bei anderen. Und deswegen manche Leute da gewisse Sachen machen, die der Mehrheit der Menschheit sehr, sehr komisch kommen. Aber für die Person, die denkt wahrscheinlich, alles ist im grünen Bereich. Aber ich denke, so ungefähr würde ich sagen, 95% der Menschheit ist der andere Meinung. Ich würde sogar sagen, vielleicht 99%. Ich fand Gothic Teufel angenehmer, muss ich dazu sagen. Ich fand Gothic Teufel wirklich viel angenehmer. Das war wegen so ein RP-Gött, der einfach nur mad war. Also, wenn ich mir das so angucke, dann war Gothic wirklich eine lebende Legende. Da haben wir den Gothic Unrecht getan, Alter. Ich hätte lieber so Sachen wie Gothic, aber das hier anzuschauen, ist gerade für mich sehr unangenehm. Ist es nicht eher cringe, sexuell zu denken? Nur weil die Alte Big Ommels hat? Was ist bei euch verkehrt, ey? Alter, ihr seid voll cringe. Ich bepiss mich hier vor Lachen, ey. Ich muss echt unbelogen, ich muss mir mal diese Tena-Dinger holen. Was hat dem Zimmerlan? Ist das eine Palette? Keine Ahnung. Wenn ich euch lese, dann bin ich nur am Strullen, ne? Naja, egal. So, warte mal, was war denn da so? Ich hab natürlich die Info wohl gekriegt, dass er da irgendeine Reaktion gemacht hat. Wie heißt du, Samu? Sorry, wenn ich es falsch ausspreche oder so. Ich kann mir Namen scheiße merken. Ich verstehe nicht, warum wiederholt die sich das jetzt oder eben schon den Namen gesagt. Wenn wir uns das mal so angucken, ja, was du da so sagst. Du wirst zurückgetrollt, ja? Du stresst andere auf Servern, rufst hinterher noch auf. Oder die denkt, die ist immer noch bei der Geschichte mit Trollen. Die ist immer noch bei der Geschichte, dass sie mich getrollt hätte, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe das Ganze wirklich nicht. Sag mal, du gibst jetzt zu viel Aufmerksamkeit, die geilt sich drauf auf. Hör mir mal zu. Ich will dir mal was erzählen. Es ist ja voll oft so, dass Leute durch Aufmerksamkeit von anderen auf eine Art und Weise das Potenzial dann haben, dass sie dann selber irgendwie Reichweite erbauen können und dass sie dann selber irgendwann, keine Ahnung, selber. Wisst ihr, was ich meine? Das Potenzial ist ja da. Aber es gibt gewisse Art von Menschen, auf die reagierst du und es ist scheißegal, ob du die Aufmerksamkeit da gibst. Das wird nichts bringen. Das wird nichts bringen, Brudi. Ronaldo könnte auf die reacten. Ronaldo könnte auf die gucken. Da ist kein Potenzial, dass da irgendwie Leute bei der haften und Leute, die ja dann zuschauen. Verstehst du, was ich meine? Beispielsweise Gothic Teufel. Bei dem hat es ja auch nichts gebracht. Der hat ja auch meine komplette Aufmerksamkeit bekommen. Ein Video habe ich über den gedreht. Auf YouTube alles. Was passiert? Nichts. Der hat seinen Kanal gelöscht. Der hat alles gelöscht. Der hat Twitch aufgehört zu streamen. Weil das einfach nur Menschen waren, die einfach von der Art einfach nicht das Potenzial haben. Also es gibt einen Unterschied zwischen jemand, der Beef anzettelt, um irgendwie Reichweite zu erlutschen. Und es gibt einen Unterschied zwischen jemand, der auch Beef anzettelt, aber selber einfach komplett verloren ist, weißt du? Das meine ich damit. Es bringt nichts. Ich sag's euch, Ronaldo könnte auf die reagieren, das wird nichts bringen bei der. Das merkst du einfach. Rufst hinterher noch auf, dass dieser Server angegriffen werden soll. Ja, das war dein Ding. Das war in deinem Video zu sehen. Der Punkt an der ganzen Geschichte war, ich habe dich dann getrollt. Ich habe dich eigentlich mit deinen eigenen Waffen geschlagen. Ich habe genau das Gleiche gemacht, was du tust. Gott, Bruder, oh mein Gott. Ich habe wirklich keinen Kommentar, Brudi. Ich habe keinen Kommentar. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß einfach nicht. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Die ist am Zittern, man merkt das, aber ich weiß nicht, warum die zittert. Ja? Und du beschwerst dich? Du machst Mimi, Mimi, Mimi? Echt jetzt? Was ist bei dir verkehrt?
Wärst du ein Ehrenmann, hättest du ihr gesagt, okay, sie hat genau mich getrollt, wie ich die Leute dort getrollt habe, ja? Schwamm drüber, Thema durch. Wäre perfekt gewesen. Super. Wärst du für mich ein Ehrenmann gewesen in dem Moment? Hätte ich gesagt, super. Du laberst davon. Rechtsanwalt? Echt jetzt? Was für Rechtsanwalt, was labert die? Ich habe keine Ahnung, was sie meint. Wenn man dich ansprechen will, muss man ja deinen Namen in dem Moment verwenden, ja? Und ja, es gibt dadurch mal Negativwerbung für dich, aber hey, du machst die ganze Zeit deine eigene Negativwerbung. Du gehst nur über diesen Content. Und fühlst dich dann beleidigt? Aber du beleidigst doch andere Leute. Weil du hast in deinem Video etwas gesagt. Du wirst nicht Twitch-Partner aufgrund dessen, weil du auf anderen Servern trollst, weil du Leute beleidigst so viel und so weiter. Das geht hier nicht um Twitch-Partner, die du beleidigst, sondern allgemein um Menschen, die du ständig beleidigst. Ist es nicht irgendwie, ne? Besonders deine Community geht hin und beleidigt auch bei mir unten drunter. Und wundern sich dann, dass sie auch was zurückbekommen. Ich meine, ich will nicht Twitch-Partner werden, das interessiert mich gar nicht. Ich habe ganz andere Pläne. Gott sei Dank. Oder ich bin echt überfordert, ich weiß nicht, was sie meinen. Aber zu dem Punkt mit Twitch-Partnerschaft. Ich habe erwähnt, dass ich Twitch-Partnerisch werde, weil mein Content, nicht mein Content, sondern mein Sprachgebrauch generell eine ist, dass ich viel beleidige. Und dass ich mit Twitch auch nicht viele Einnahmen habe, weil ich dieses Submap, diese ganzen Sachen, viele Sachen, auf die ich nicht so viel Wert lege, dadurch, dass ich davon nicht. Man verdient halt nicht von mir viel. Und wenn ich jemand wäre, der, keine Ahnung, 10.000 Subscriber hätte und permanent beleidigen würde, dann wäre die Wahrscheinlichkeit trotzdem da, Partner zu werden. Und ich denke, dann würde man auch Partner werden nach einer gewissen Zeit. Aber die würden halt keinen Partner nehmen, der halt auch beleidigt und auch kein Geld verdient. Ist ja logisch, ne? Aber gehört halt zum Gaming. Aber es gibt auch viele Gamer, die halt sehr groß sind, die auch viel beleidigen, bei dem auch die Partnerschaft vorhanden ist. Das liegt hauptsächlich daran, dass die entweder zu groß geworden sind, so dass Twitch gesagt hat, okay, der ist einfach zu groß. Oder das sind Leute, die halt schon vor der Zeit Partner geworden sind, wo dieses Ganze auf Twitch so Dinge. Weil früher gab es bei Twitch ja, du wurdest zum Beispiel ja früher auf Twitch auch nicht gebannt, wenn du das N-Wort gesagt hast, ne? Weißt du nicht, wann das verboten wurde? Ich glaube 2016 war das, glaube ich. Auf jeden Fall durften wir früher auf Twitch viele, viele, viele Sachen sagen. Ich würde nicht sagen, dass das toleriert wurde, nur Twitch hatte da damals noch nicht so strenge Sicherheitsvorkehrungen und strenge Regeln. 2016 war es, glaube ich. Kamen dann die Regeln raus, dass man gefühlt gar nichts mehr so sagen durfte. Was auch cool ist, was auch besser so ist, in die Schiene von Ding gehen, von rassistisch oder sonst irgendwie diskriminierend irgendwelche Gruppen. Weil die Twitch-Partnerschaft behindert dich auch in vielen anderen Dingen, was du dann nicht mehr machen kannst. Von daher überlege gut, ob du wirklich Twitch-Partner werden willst. Nur, ich empfinde es ein bisschen als seltsam, wenn ein Mensch, der anderen ständig, ne, der trollt und dies und jenes, mal selbst einen draufkriegt, so reagiert. Ey, Alter, kannst du das nicht ab oder was? Bist du Mimöschen oder was? Was ist los mit dir? Hä? Im Übrigen, Steven, die Videos, die ihr euch da so angeschaut habt, sind auch durch Trollen entstanden. Ich wurde ein Jahr lang im ersten Jahr meiner Streaming-Karriere als Oger beschimpft. Naja, dann gab es halt mal den Oger, ne? Und Oh Gott. Die meint das ernst, ja? Ach, scheiße, Mann. dann essen wir auch eine grüne Gurke dabei. Ist doch egal. Leute, man muss, denke ich, mal ein bisschen mehr Dinge mit Humor nehmen, oder? Wie viel Humor habt ihr? Eigentlich gar nicht. Guckt euch an, was ihr postet unter meinem Video und ich troll euch die ganze Zeit noch ein bisschen. Ich hau da auch eine Scheiße raus und denk mir, boah, lass die mal machen. Ja, mir auch egal. Mein YouTube-Kanal ist sowieso relativ verwaist. Ist mir eigentlich wurscht, was ihr da für Videos zieht. Im Übrigen,
Mein Video wurde schon woanders auch schon gezeigt und benutzt. Also von daher, pff. Du willst mir auch noch verpixeln, ne? Alter. Gott, nee. Ach so, die Frage mit den Kindern klären wir dann jetzt auch gleich mal. Nein, ich habe keine Kinder. Aber definitiv würden die nicht so eine Scheiße machen wie ihr. Menschen respektlos behandeln und so, ne? Nur mal so am Rande. Die hätten wahrscheinlich genauso einen Humor wie ich und würden nicht machen. Von daher, das, was ihr da so gerade praktiziert, das ist Killefit. Das ist etwas, was ich schon aus meiner Streamer-Karriere kenne. Das ist normal. Also, gerade wenn man so wie ich, ja, absichtlich so ins Netz geht. Ich mache das mit Absicht. Ich mache das nicht, weil ich doof bin oder irgendwas, sondern wir haben heutzutage Menschen, die einfach nur noch gefotoshoppt sind, die, keine Ahnung, irgendwie sich tausend Sachen ins Gesicht klatschen. Und ich sag mir, nö, ich bin einfach, wie ich bin. Und mit 50 habe ich einen Vorteil. Mir ist mein Ruf so scheißegal. Mir ist Weil das sind die RP-Leute, ne? Das sind die RP, das sind die Leute, die RP spielen. Mit 50. Die sind einfach ein Alter von meiner Mutter. Mein Ruf so scheißegal. Mir ist das so scheißen Dreck egal. Weil es ist doch völlig unwichtig, was fremde Menschen über dich denken. Ja, es ist unwichtig, was fremde Menschen über dich denken, aber glaubt ihr nicht, dass ernsthaft jetzt das Potenzial besteht, dass das dadurch, dass ich jetzt darauf reagiere, dass es vielleicht Leute in der dass das Leute sehen könnten, die in ihr, also die im Umfeld von ihr sind? Wisst ihr, was ich meine? Was für eine Stream-Karriere überhaupt, von der sie redet? Ich gehe auf ihr Twitch, Bruder. Die ist gerade sogar live mit 12 Zuschauern. Also ich lege keinen Wert auf Zahlen, aber selbst ich, der auch schon mal bei 1000 oder 2000 Zuschauer war, hat es noch nie gewagt, Streaming-Karriere in den Mund zu nehmen. Oder sich irgendwie, keine Ahnung, das, was man macht, als eine Karriere zu bezeichnen. Ich würde das nicht mal mit 10.000 Zuschauern machen. Und sie macht das einfach. Oder kein Kommentar. Was soll ich dazu sagen? Das ist so, als würde jemand aus eurem Verein im Fußball, irgend so eine Gurkentruppe, irgendein Typ da ist und der redet von Fußballkarriere. Der spielt in irgendeiner Mannschaft, die Ding ist, so halt, ne? Kreisliga. Also weiß ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht. Ich habe noch nie mein Leben mich gewagt, sogar nicht mal daran gedacht, dass das, was ich jetzt mache, als eine Karriere zu bezeichnen. Alter, das ist simples, dummes, vorm PC sitzen und irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zocken, so. Streaming-Karriere. Solange du mit dir selbst im Reinen bist, ja, dir jeden Tag in den Spiegel schauen kannst. Mit 223, wie gesagt, ich lege auf Zahlen keinen Wert, aber mit 223 Abonnenten über Streaming-Karriere zu reden. Habt ihr von mir jemals gehört, dass ich mich als YouTuber bezeichnet habe, Leute? Könnt ihr euch daran erinnern, was ich immer gemacht habe, wenn Leute mich YouTuber genannt haben? Habe ich darauf jemals was gesagt? Habe ich nicht immer gesagt, was für YouTuber und so? Ja, dir jeden Tag in den Spiegel schauen kannst. Und sagen kannst, hey, ich bin zufrieden mit mir. Das war alles in Ordnung. Wie viele Streamer da draußen zerbrechen da dran, weil sie ständig etwas tun müssen, was sie nicht wollen. Weil sie ständig ja, auf ihr irgendwas achten müssen, wie Leute über sie denken, auf Klicks und was weiß ich. Ich muss das nicht. Ich brauche das nicht. Ach so, du legst nicht so viel Wert auf Klicks. Verstehe ich aber nicht, warum wird mein Name im Titel benutzt? Warum werden Ansagen gemacht gegen mich, wenn dir die Klicks ja so unwichtig sind? Die Aufmerksamkeit etc. Ich verstehe es nicht. Ich bleibe einfach ich selbst. Und das ist wichtiger, viel, viel wichtiger als die Klicks, als irgendwelche Zuschauerzahlen. Ich meine, ich hatte 39k auf meinem Kanal. Ich weiß, wie geil das ist, wenn alle Emotes spammen und Spaß haben und was weiß ich. Ja, wir haben viel gehabt. Aber ich weiß es auch, wie es ist, wenn man von Neidern und Hatern zerstört wird. Das habe ich hinter mir. Das, was ihr da gerade macht, schadet meinem Kanal nicht mehr. Ihr könnt mir gar nicht schaden. Das ist das Geile. Deswegen sitze ich auch und lache drüber. Es interessiert mich nicht. Es ist mir egal. Ich habe die ganze Scheiße schon durch. Hat die Haare gefärbt? Ach, ist mir egal. Deswegen mache ich auch kein Mimi.
sondern ich sitze hier wirklich und lache. Leute, ich streame seit 2019. Anfang 2019 habe ich angefangen zu streamen. Ja, oder Mitte? Ja, März. März war es, 2019. Ich habe alles durch. Ich habe Bots durch. Ich habe Hate durch. Ich habe diese Leute, die da so in Massen auf den Kanal mal eben kommen und dich haten. Es hat 3 Streamer gebraucht, 3, um meinen Kanal kaputt zu kriegen. Man sagt so, 3 Jahre Arbeit, kaputt. Aber ich bin durch, ne? Und? Ist mir egal. Weil ich habe einfach Spaß an dem, was ich tue. Ich habe Spaß am Tanzen. Ich habe Spaß, mich drin zu verkleiden. Ich habe Spaß am Gaming. Na und? Ich habe einfach Spaß dran. Und das mit 50. Also, es ist mir egal. Bin ich ein bisschen irre? Yo! Und ich stehe da voll zu. In dem Sinne, belustigte Grüße. Ich werde jetzt mal eine Runde arbeiten gehen. Als Hauptschüler und arbeitsloser Hartz-IV. Baby, komm, wir gehen. Was ihr euch für Scheiße mal ausdenkt. Next in you. Ich weiß nicht, wo die arbeitet, ne? Aber ich hoffe wirklich, dass sie keine Arbeit macht, wo sie mit anderen Menschen zu tun hat. Ich glaube, das wäre ein immenser Schaden für die Menschheit, würde ich behaupten. Ich hoffe, dass sie keine Arbeit macht, wo sie andere Menschen, Baby, komm, wir gehen! Wo die zu anderen Menschen in Kontakt steht. Das hoffe ich sehr. Das war echt zu viel für mich, yo. Das war echt zu viel für mich. Ich verstehe es nicht. Sollen wir mal versuchen, mit der zu reden? Ich brauche die jetzt nicht zu beleidigen oder was weiß ich, weil es einfach unnötig ist. Ich sehe das Ganze wie bei Gothic Teufel Nummer 10, ein bisschen schlimmer. Gothic war lustig wenigstens. Man konnte lachen, so weißt du, aber hier gibt es wirklich kaum was zu lachen. Da hat es mir ein bisschen die Sprache verschlagen tatsächlich. Das ist halt so, was wir zu machen. Gott sei mit dir. Ich werde mit der normal reden. Vielleicht können wir ja den Ursprung finden des Fehlers. Hallo? Wie geht's dir, Frau Trollinger? Das, was sie da so betreiben, ist nicht unbedingt immer das Beste. Ich kenne die andere Seite, weißt du? Das ist nicht unbedingt cool. Gibt so Sachen, wo ich sage, ey, definitiv, treuen, cool, ne? Aber es gibt auch so Dinger, wo ich dann sage, gehst du ein bisschen weit. Man hört dich immer ins Stream, eventuell kommt das auf YouTube. Ist das okay für dich? Im Hintergrund auf YouTube, ach, das stört mich nicht. Und dass wir anständig das beide miteinander umgehen, ist alles korrekt. Cool. Ich habe auf deinen Content letztens auf Twitch reagiert und auch auf YouTube deine Videos reagiert, die 2 Videos. Ja, ich weiß, ich habe das schon gesehen. Ist das auch okay, dass ich das auf YouTube hochlade? Ja, das stört mich jetzt nicht. Okay. Da habe ich kein Problem mit, weißt du. Das Ding ist, ich werde es auch von anderen. Ich wurde schon wo ganz anders gesehen. Ich verstehe nicht, warum bist du eigentlich immer noch im Glauben, dass du mich getrollt hättest. Verstehe ich nicht. Ich habe dich getrollt, das hast du nur nicht gemerkt. Was, warum hast du mich denn getrollt? Guck mal, du bist da reingelatscht, ja? Ja. Ganz ehrlich, du bist doch nur da reingekommen wegen den Schneebällen. Da habe ich dann gedacht, ey, den musst du trollen. Das muss auf definitiv sein. Und das hat ja auch ganz gut geklappt. Aber der Punkt ist, wenn du nicht merkst, dass man dich trollt, das ist noch schlimmer. Also ich bin nicht böse oder bösartig oder sonst irgendwas, was du so dachtest vielleicht. Du hast wohl da auch schon mal ein schlechtes Erlebnis mit Leuten gehabt. Also zu diesem gehöre ich nicht. Okay. Ich verstehe. Womit hast du mich denn nochmal getrollt? Das habe ich nicht ganz verstanden. Da hast du echt nicht verstanden. Ich habe es echt nicht verstanden. Kannst du was mal erzählen? Vielleicht habe ich da was falsch verstanden. Dass wir dich total verarscht haben, dass wir das Präsidentenpaar wären und so. Das hast du nicht gereilt, oder? Ach so, ihr wart gar nicht das Präsidentenpaar? Nein, natürlich nicht. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, wir haben dich eigentlich nur verarscht die ganze Zeit. Ah, ich dachte immer noch, ihr seid das Präsidentenpaar. Dass wir angeblich verheiratet wären, das waren wir auch nicht. Ihr wart nicht verheiratet, oder was? Nein. Oh mein Gott, da hast du mich ja richtig verarscht. Naja, wir haben nur einfach so Spaß gemacht, mehr nicht. Ach, das meinst du mit Trollen? Ja, das ist, ne? Ich bin da nicht hingegangen und hab dir was, weiß ich, auf deinem Kanal würde ich dich nicht trollen, solche Sachen mache ich. Also du hast mich dann schon auf eine Art und Weise ein bisschen hochgenommen, oder? Ne, klar. Hallo? Wir sind normale Leute. Man kann doch ab und zu mal jemanden hops nehmen, ist doch mal ganz herzlich. Da hast du mich diesmal getrollt, da hast du recht. Ich habe das halt gar nicht gewusst, dass ihr, ich dachte, ihr seid wirklich das Präsidentenpaar. Nee, ach.
Gottes Willen, nein. Alter, du hast das so gut gespielt, ne? Das ist unglaublich. Der Punkt ist, ich weiß gar nicht, warum sagt ihr dieses Gefangen im RP? Was ist das? Erzähl mal. Gefangen im RP? Wow. Ja, was meint ihr damit? Das ist, ich frag ja auch nach, weißt das du, um bin Leute ich, das bin ich. Ich bin der Gefangene im RP. Aha, und das heißt was? Das heißt, dass ich halt im RP gefangen bin und nichts anderes habe im Leben. Du hast doch bestimmt noch andere Dinge im Leben. Nein, ich bin ja gefangen. Das meintest du doch in deinem Video, oder nicht? Du nimmst aber auch alles ernst, kann das sein? Du hast es ja in den Titel geschrieben, also muss ich das auch wohl ernst nehmen oder nicht? Ja, klar, aber weil ihr das auch gemacht habt, verstehst du? Ich habe dich eigentlich mit deinen eigenen Worten nur. Einfach mit deinen ganz normalen eigenen Worten habe ich angefangen, einfach mal rumzuspielen. Das fand ich aber nicht irgendwie so korrekt von dir, dass du mich so getrollt hast. Ja, aber guck mal, auf der anderen Seite machst du das doch mit anderen. Hey, komm, da musst du doch Ehrenmann sein und das auch abkönnen. Ja, klar, aber ich mache es ja nicht so krass wie du. Also, du hast einfach... Nö, ich mache das gar nicht krass. Also ich war noch lieb. Also ich bin ja nur die Server am ausradieren, dass die Server nicht mehr existieren und so weiter, aber du hast einfach Moment. Was machst du vor, bitte? Was? Was sagst du da gerade? Ich radiere ja nur die Server aus, auf eine Art und Weise. Der Ruf wird exposed, und die Server gehen baden. Aber du hast dich als Präsidentenpaar ausgegeben. Die Server gehen da nicht baden, nur weil du da ein bisschen rumtrollst. Ja, okay, hast du recht. Es ist noch komm, du machst dich gerade ein bisschen größer, als du bist. Nein, hast du recht. Bis jetzt hat sich noch kein Server aufgelöst und ist noch nicht offline gegangen. Hast du recht, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht, kann es nicht beurteilen. Nein, du hast recht, du musst es ja besser wissen. Bis zu dem Zeitpunkt kannte ich dich nicht. Ja, ich gehe nur auf den Server drauf. Ich wusste nicht mal, wer du warst, als du vor mir standest. Das wusste ich nicht mal. So bekannt bist du auch nicht. Genauso ja, natürlich. Aber ich finde, das, was ich mache und du machst, das, was du machst, fand ich schon ein bisschen krasser. Also. Lieber die Leute ein bisschen lustig und nett trollen, das ist völlig okay, habe ich kein Problem. Da habe ich auch Spaß dran. Ja, aber nicht so Annie, wie ich. Ne? Das, was ich mache, so die Server schlecht und Leute hetzen, das ist ja scheiße. Ne? Was ich scheiße finde, ist, wenn du, sagen wir mal, gebannt wirst, du wirst gebannt, ja, und der Punkt dann danach. Okay, aber hast du die Situation so gesehen? Warte, das spielt keine Rolle. Dann geht man nicht hin. Hast du die Situation gesehen, warum ich auf diesem Server gebannt wurde? Ja, ich weiß das alles. Dass ich auf die eine Akira gezielt habe und die weitergefahren und dass das nicht als Fail-RP gewertet wurde? Natürlich ist das Fail-RP, aber auf der anderen Seite, du bist ja auch schon ein bisschen beleidigend da auf da, ne? Warum bin ich denn beleidigend? Er sagt zu mir, dass ich die als fett oder so bezeichnet hätte, was gar nicht gestimmt hat. Ich weiß nicht genau, was da alles abgelaufen ist, will ich jetzt auch nicht so, aber... Ich sag dir, was abgelaufen ist. Guck mal, warte. Ich muss es dir wirklich sagen, weil dann verstehst du es nicht. Gefangen, weißt du, was gefangen in RP bedeutet? Das bedeutet Menschen, die außer RP nichts haben im Leben, die in einem RP gefangen sind. Und diese Akira war eine davon, das war natürlich deutlich zu sehen. Und die hat halt... Aber das kannst du doch gar nicht beurteilen. Natürlich kann ich das beurteilen, von ihrer Art und Weise. Woher? Ja. Du hast dich doch bei mir auch geirrt. Nein, das macht doch keinen Sinn. Hör mir zu, dann erkläre ich es dir. Ja, ich höre zu. Du erkennst Gefangene im RP anhand von gewissen Eigenschaften, wie die sich in RP verhalten, was realistisch gesehen ja gar nicht zutreffen kann. Beispielsweise, dass die Akira da ein Auto hatte für 120 Euro und dann das Auto mir auch nicht geben wollte, als ich auf die gezielt habe. Das ist ja sowieso Fail, ne? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber weil sie halt gefangen ist in diesem RP, dann ist das scheißegal. Die macht einfach, was sie will. Die ist ja in diesem Server gefangen. Und die Leute, die in diesem Server dann die Leiter sind, wie du gesehen hast, die unterstützen das. Diese Akira ist eine Gefangene, die ausgebeutet wird, die dann auf eine Art und Weise gemolken wird, wie eine Kuh. Und die hat da wahrscheinlich auch schon sehr, sehr viel Geld reingepayt. Also allein bei mir waren es jetzt 200 Euro, die ich mit dir mitbekommen habe. Was ist dein Lieblingsgame? Super Mario 64. Ach, wie süß. Ich erinnere mich, Super Mario 1, 2 und 3 habe ich irgendwann mal gespielt auf der Super NES. Danach habe ich damals aufgehört zu zocken. Keine Zeit mehr gehabt durch Arbeit. Aber es ist was anderes. So, pass auf. Gut, da kannst du jetzt leider dummerweise nicht viel Geld reinstecken, ne? Gar kein Geld. So. Kaufst du das Spiel einmal, das war's. Richtig, okay. Da hast du Glück gehabt. Jetzt gehen wir mal von aus. Sagen wir mal, du spielst sowas wie WoW, LOL oder was auch immer. Es gibt ja so Spiele, wo du richtig viel Geld ausgeben kannst. Fortnite. Ich habe Glück, vieles wurde mir Gott sei Dank geschenkt. Dann nenn mir mal ein einziges Game, wo du mit anderen Menschen zu tun hast, wo du... durch Bezahlen so einen immensen Vorteil bekommen kannst, wie auf RP-Servern. Ja, aber du kannst doch in Fortnite kannst du auch Vorteile kriegen dadurch, natürlich. Also, okay, dann erzähl mal, was für Vorteile dann bekommst du? Kannst, bei... du
Kannst dir den Battle Pass, kannst du dir hoch, einen Ach Großteil schon stimmt, von der hochleveln. Battle bekommt man diese Skins, ne? Genau. Da Ah, stimmt, kannst du die hast. Skins, aber du kannst auch Ah, hast hochleveln. recht. Zum Beispiel mit Geld kannst du dir kaufen so und so viele Punkte und so ein Scheiß da, ne? Also mit dem Battle Pass hat man Vorteile also im Spiel. Ah, Ja, stimmt. natürlich. Du kriegst halt immer Skins, du kriegst all so ein Natürlich. Zeug. Aber es gibt ganz mega viele Spiele davon. Ob du jetzt Rocket League spielst, ob du jetzt irgendein anderes Spiel spielst, spielt keine Rolle. Bei Der Punkt Rocket ist League ist das nur. auch so, dass du Autos wahrscheinlich bekommst, ne? Andere Autos, die anders aussehen. Genau, da kriegst du genau andere Autos, die Autoskins anders wahrscheinlich, oder? aussehen. Ist vergleichbar mit Skins, sind halt nur Autos, ne? Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Aber was eigentlich im Endeffekt das Problem ist, warum soll man das nicht tun? Warum soll man einfach nicht das Geld ausgeben auf das, wo man Bock hat? Und wenn die sich da wohlfühlt, die Akira in dem Game, warum soll sie das nicht tun? Im RP Ich meine, meinst es ist du? doch ihr Geld, ja, es ist doch ihr Geld, wenn sie da Bock drauf hat. Soll ich dir mal sagen, was diese Leute anrichten? Denn diese Leute haben einen immensen Schaden für die RP-Szene. Ja, was denn? Dadurch, dass viele Leute gewisse Autos kaufen und viel reinpayen, werden Menschen, die auch Roleplay zocken, aber kein Geld haben, benachteiligt. Aber sie können auch hin und wieder mal was geschenkt kriegen. Zum Beispiel mache ich sowas. Was Der willst du denn Punkt. geschenkt bekommen? Denkst du ernsthaft, irgendein Projektleiter würde ein Auto, was 120 Euro kostete, jemandem einfach schenken? Du kannst machen, was du willst, aber diese Akira, die da schon ein paar tausend Euro reingeballert hat, die wird von A bis Z bevorteiligt, die würde niemals bei Failupper gebannt werden. Ja gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, ja? Ja, alles klar. Mach's gut. Ich sag doch, das Gespräch hättest du dir sparen können. Ja, ich habe aus dem Gespräch schon viel rausgenommen, auf jeden Fall. Ich kann es Was jetzt hast du besser denn nachvollziehen. rausgenommen? Ich kann es besser nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass du es besser Ich kann nachvollziehen viele kannst. Sachen sehr, sehr viel besser nachvollziehen jetzt. Kannst du jetzt? Was kannst du denn besser nachvollziehen? Alles, alles kann ich jetzt besser nachvollziehen. Ich verstehe die Mm, das komplette glaube ich nicht. Situation jetzt. Ich verstehe jetzt alles. Ach, die komplette Situation Ich danke dir verstehst du wirklich, jetzt. dass du mir wirklich jetzt gezeigt hast, woran es Mm, gelegen genau. hat. Komm, lassen wir das stecken jetzt. Mach's gut. Mach's gut. Bye bye. Winke, winke.